Und herzlich willkommen im Keller. Folgendes, habe wieder was geschenkt bekommen. Befindet sich in dieser Kiste. Und, heieiei, also diesmal hat's da einer echt übertrieben. Ich fange mal bei den nicht so spektakulären Sachen drin an. Nicht spektakulär, aber nichtsdestotrotz ganz hervorragend, nämlich lecker, lecker Pralinen. Die hier sind da drin, theoretisch, praktisch ist da drin nichts. Das hat seinen Grund, denn ich habe sie aufgefressen. Ne? Wie sagte schon Forrest Gump, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Ich habe da übrigens seit wirklich lange Zeit drüber rumgerätselt, was das eigentlich für eine komische Weisheit sein soll, wo da der tiefere Sinn dahinter steckt, bis ich dann irgendwann dazu gekommen bin. Gibt keinen. Ist einfach nur Quatsch. So, legen wir mal da vor die Thelma. Die Thelma ist die Zeitschrift der Moor- und Torfforschung übrigens. So, also, die waren lecker, die waren ausgesprochen lecker, die waren relativ bald weg. Oh, 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 immer diese Fresserei an Weihnachten, das ist schlimm. So, dann gibt's Aachener Printen. Wer die nicht kennt, das ist so eine Art, ich kannte sie auch nicht, Kräuterlebkuchen. Sehr lecker, sind auch nur noch vier da, gleich nur noch drei. Nachdem das gegessen wäre, das Thema, habe ich noch hier eine wunderschöne Feuerstein von Knolle, das ist ein richtiger Handschmeichler, kann man wunderbar, also fühlt sich einfach schön an, wenn ihr was zum Spielen braucht. Ganz hervorragend. Theoretisch sollte ich ja mal so ein Ding mal kaputt kloppen und gucken, was bei rauskommt. Also nach Möglichkeit irgendwelche Klingen, ne? Oder Bohrer oder irgendwie sowas. Aber das ist so ein schöner Handschmeichler. Der kommt hier in mein Schöne-Dinge-Regal. Muss ich dann auch irgendwann mal zeigen, was sich da inzwischen alles angesammelt hat in meinem Schöne-Dinge-Regal. Also so Souvenirs, so Sachen, wo ein bisschen mein Herz dran hängt, das kommt da alles rein. Dann diese beiden hervorragenden Karabiner hier, die gefallen mir wirklich ausgezeichnet. Die wiegen gefühlt nichts, also wirklich 3 Gramm oder was, keine Ahnung, 4 Gramm vielleicht. Und sind sehr leichtgängig, funktioniert hervorragend. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir so ein Ding dann mal standardmäßig grundsätzlich an die Hose hänge, für den Fall, dass ich mal irgendwas habe, was ich noch zusätzlich mitnehmen möchte, was ich mir dann auch noch an die Hose hängen kann. Oder ich hänge mir auch noch einen in den Rucksack. Ich möchte die auf jeden Fall definitiv in Benutzung haben. Die können auch nicht rosten, weil sie vollständig aus Kunststoff sind. Heißt, sie können auch nass werden. Das hatte ich nämlich auch mal. Mir ist mal ein Karabiner verrostet, den ich außen am Rucksack hatte. Und dann ist er halt ständig nass geworden. Und dann ist halt verrostet. Ne? Dann Aachener Flümli. Man merkt, hier kommt jemand aus Aachen. auch das, vielen Dank, kann ich super brauchen. Habe ich jetzt noch nicht aufgegessen, tatsächlich, weil ich den anderen Kram aufgegessen habe. Und das wird aber definitiv auch noch aufgegessen. Und damit sind wir mit den Kleinigkeiten auch schon durch. So, mir ist allerdings beim Lesen des Briefes mehr oder weniger die Kinnlade runtergefallen, weil da gibt es auch noch was. Das ist nicht unbedingt eine Kleinigkeit, ne? Oh, und jetzt kommt der schwierige Teil von diesem Video, ne? Weil ich habe hier nämlich im Briefchen drin stehen, dass ich tatsächlich ein selbstgemachtes Messer bekommen habe. Das habe ich noch nicht. Das ist neu. Das ist wirklich neu. So, und dazu hat er mir ein paar Fakten zum Messer aufgeschrieben. Die möchte ich mal so erstmal vorlesen. Stahlsorte ist 1.2842. Weiß nicht, wie man den ausspricht. Vielleicht gibt es da auch noch irgendeine andere Art und Weise, wie der gebräuchlicherweise ausgesprochen wird. In Klammer 90 mm CRV8.
Das wird wohl die Zusammensetzung sein, dass da wohl ein bisschen Mangan drin ist und Chrom und V, ist das Vanadium, Valladium, Vanadium, irgendwie sowas kann das sein. Ich krieg's nicht mehr zusammen, falls das überhaupt sowas bedeutet. Soweit kenne ich mich da echt nicht mit aus. Das Ganze ist nicht rostfrei und dazu muss ich jetzt dazu sagen, ich habe das Messer schon verwendet und ich werde es auch weiter verwenden und ich bin nicht der riesengroße Super-Ultra-Messerpfleger. Also sämtlicher meine nicht rostfreien Messer sehen halt so aus, dass die ein bisschen oxidiert sind. Ein bisschen. Das beeinflusst die Funktion ja in keinster Weise, solange es nur ein bisschen ist. Nicht völlig verrostet, sondern einfach ein bisschen matt geworden von der Klinge her. Eben weil nicht in der Vitrine liegend und nicht ständig eingeölt. Ich öle die schon mal ein zwischendurch, so ist das nicht. Aber man müsste es ja quasi nach jeder Verwendung sofort tun, damit man sicher gehen kann, dass das Messer nie in irgendeiner Form ein bisschen anläuft. Und das ist einfach nicht meins. Das ist ein Gebrauchsgegenstand, der geht nicht kaputt, nur weil er ein kleines bisschen angelaufen ist. Das beeinträchtigt die Funktion in keinster Weise und deswegen mache ich das auch nicht. Und das ist bei diesem Messer jetzt auch nicht anders, denn das habe ich auch schon benutzt und ich habe es genauso behandelt wie meine anderen nicht rostfreien Messerchen auch. Und dementsprechend wird es bald so ähnlich aussehen wie meine anderen nicht rostfreien Messerchen auch. Aber ich glaube sehr, es ist in deinem Sinne, dass ich dieses Messer auch benutze. Und das habe ich, wie gesagt, schon sehr getan. Das werde ich auch noch weiterhin tun. Das gefällt mir auch ganz, 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 ganz hervorragend für diesen Zweck. Das nur mal am Rande angemerkt. Nur, dass das schon mal gleich klar ist, wenn es nicht rostfrei ist, dann läuft es gerne mal an. Insbesondere, wenn man damit zum Beispiel säurehaltige Sachen schnibbelt, wie Zitronen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber wäre ein Beispiel. Oder Äpfel. Aber das ist halt nun mal so. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Das ist nur für diejenigen, die sich mit Stahl noch weniger auskennen als ich. So, dann ist die theoretische Härte laut Härtedatenblatt des Stahls circa 60 Härte nach Rockwell. HRC nennt man das ganze Ding dann. Dazu kann ich jetzt so viel erzählen, dass es wohl irgendwie zwischen 56 und 64 irgendwie pendelt, diese Härte. Drunter oder drüber ist wohl als Klingenstahl nicht mehr zu gebrauchen. Ganz grob. Ich kenne mich da auch nur begrenzt aus, aber ich weiß, dass mein Katana aus drei Lagen Stahl besteht. Also mehr, das ist schon tatsächlich so weit richtig geschmiedet, dass man das ordentlich zusammengeschmiedet hat und so weiter und so fort und hat so und so viele Lagen. Das kann man bei Katana-Schwertern relativ gut nachlesen. Nichtsdestotrotz hat es im Prinzip ist das ein Kernstahl. In der Mitte ist ein anderer Stahl als außen. Das dient dazu, dass durch das Stahl außen, der relativ weich ist, für die Flexibilität sorgen soll und der Kernstahl in der Mitte, der ist sehr, 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 sehr hart, woraus auch wirklich die eigentliche Scheide besteht, damit die halt eben nicht so schnell nachgibt, damit die möglichst hart ist, damit die auch gut durch gegebenenfalls dann mal eine leichte Rüstung oder irgendwas durchschneiden soll. Aber das nur am Rande angemerkt. Jedenfalls dieser Kernstahl von dem Ding, das ist somit das Härteste, was man im Klingenbereich finden kann. So ein Kernstahl von Katanas habe ich mir sagen lassen. Es gibt auch ähnlich harte Sterne bei europäischen Schwertern, zum Teil. Aber das ist eine Wissenschaft, da steige ich aus. Aber ich weiß, dass 64 Härte nach Rockwell somit das Härteste ist, was es gibt. Und 56, glaube ich, ein sehr weicher Stahl ist, der gerade noch so als Klingenstahl taugt. So 58, 59, das ist wohl relativ üblich bei Outdoor-Messern. Das geht auch bis 61 oder 62 hoch. Und mit 60 befinden wir uns hier definitiv im ganz genauen Mittelfeld. Und das kommt mir sehr, sehr, sehr entgegen, weil zu weich wird so schnell stumpf, dann muss ich schleifen, das mag ich nicht. Zu hart kann ich nicht mehr schleifen, dafür bin ich zu bescheuert. Und deswegen ist das hier eigentlich wirklich für mich optimal. Das sollte eine Weile halten, ohne geschliffen werden zu müssen. Und wenn man es dann mal schleifen muss, dann kriege ich das auch noch notgedrungen einigermaßen hin. Und ich muss mich mal wirklich mal intensiver nochmal mit Messerschleifen auseinandersetzen. Also ich kriege sie immer auf Gebrauchsschärfe, aber ich habe es noch nie geschafft, irgendwas rasiermesserscharf zu schleifen. Ob das Sinn macht, ist ja nochmal eine andere Frage. Das wird ja auch viel diskutiert auf dem Messermarkt. Braucht man überhaupt rasiermesserscharfe Messer? Die sind das eh nicht lange. Holzsorte des Griffs ist Kumaru. Kannst ja mal wissen lassen, ob du was von dem Baum weißt. Leider nicht.
Ich habe jetzt absichtlich für dieses Video das nicht extra erst irgendwo nachgelesen. Das wäre ja, finde ich, dann geschummelt. Und da wollte ich jetzt schon so ehrlich sein, dass ich da jetzt erstmal nichts zu sagen kann. Da müsste ich recherchieren. Also, so weit geht es dann auch nicht mit mir, ne? Messerlänge ist 214 mm, Klingenlänge 90 mm, also absolut 42A-konform. Und Gewicht 136 Gramm Messer und 56 Gramm Scheide. So, und das war's zu den technischen Daten. Und jetzt möchte ich erstmal die Scheide vorzeigen. Und da kann man schon sehen, dass das nicht unbedingt eine Allerweltscheide ist, sondern da stehe ich drauf. Und lustigerweise auch noch als BE in Klammern N. Also Betüxen, ne? Wenn man das N weglässt. Also das ist auch eine extrem ulkige Schreibweise. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ich glaube, das könnte ich mir mal für das eine oder andere Fältchen merken und gegebenenfalls dann auch selber verwenden. Finde die Scheide toll. Ich stehe sowieso auf Lederscheiden. Sind mir lieber als so Plastikdinger. Nicht, dass die Plastikdinger auch effizient werden und super praktisch zum Teil und so weiter. Aber so vom Gefühl her, und Messer ist ja immer so ein gewisses Maß an Gefühl und Emotionen dran beteiligt, mag ich Lederscheiden wirklich erheblich lieber. Und die hier passt lustigerweise exakt auf meinen Bundeswehrgürtel, den ich standardmäßig ja gerne trage. Passt exakt drauf, perfekt, sitzt dann bombensicher, da wackelt nichts, das sitzt da dran wie dran geklippt quasi mit irgend so einem Plastikding, das so einen Clip hat und so weiter. Also sitzt wirklich toll. Ich habe keine Ahnung, wie man es hinkriegt, dass das Leder dann so geschwungen wird und dabei auch noch so hart ist, dass das dann ordentlich da drin hält. Also das gibt ein ganz kleines bisschen nach, wenn man damit ordentlich Gewalt drauf drückt, aber das ist eine super stabile Konstruktion. Keine Ahnung, wie man sowas macht, das ist mir ein Rätsel. Hier mit schönem großen Druckknopf. Die Nähte sind prima. Man kann aber auch erkennen, das ist schon in irgendeiner Form selber gemacht. Das sieht einfach viel besser aus, als wenn das jetzt so hoch ultra professionell ist und auch schön verknotet hier. Das ist ein super dicker Zwirn offensichtlich. Und auch hier die Rückseite, das finde ich auch ganz toll gemacht und auch mit so einem schönen dicken Knoten, das hält bestimmt. Da bin ich völlig überzeugt von. Und sehr schöne Scheide, sehr schöne Scheide. Jawohl, und halt mit mir drauf. Und das hier hinten, da hat sich übrigens der Erbauer verewigt. So, und dann kommen wir zum eigentlichen Messer. Und ich habe ja schon gesagt, ich benutze das Ding. Und demzufolge ist es schon nicht mehr hundertprozentig jungfräulich. Das kam schon im super blanken, ganz, 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 ganz glänzenden Zustand bei mir an. So ist das nicht. Aber, ne? Jetzt kann ich Holz betüxen. Und der Witz ist, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt einfach nur ein Zufall ist. Kann ich mir anders nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also, ich traue dir ja allerhand zu, aber das ist exakt, passt wirklich perfekt in meine Hand. Sitzt hier unten wirklich auf den Zehntel Millimeter genau, und hier oben wirklich exakt, ne? Also, das passt da super hervorragend rein. Genau meine Handgröße, also ein bisschen größer, wäre nicht schlimm, aber es passt so wirklich ideal und liegt hervorragend in der Hand und schmiegt sich da richtig an. Ohnehin der Griff, ne? Das müsst ihr mir jetzt glauben, der fühlt sich auch einfach großartig an. Das ist so ein total schönes, anschmiegsames Holz, ist auch nicht zu weich. Ich öle es mir dann ja auch nochmal selber ein. Da ist natürlich jetzt auch kein Öl mehr dran, weil wie gesagt, jede Menge benutzt. Und also toll verarbeitet, da gibt es keine Kante, keine Ecke und auch hier das Metall da drin, ne? Das ist völlig ohne Grat, das spürt man so gut wie überhaupt nicht. Dass da in der Mitte ein anderes Material ist als die Holzbacken außen, ist natürlich Fullteng, um es mal in Englisch zu sagen, also ein Vollerlmesser, ne? Der Stahl geht komplett durch und die Griffbacken sind nur aufgesetzt, sollte also so gesehen eine sehr solide Geschichte sein. Was ich schön finde, das finde ich wirklich hervorragend und da bin ich auch dankbar für, das ist jetzt nicht 5 mm dick oder irgendwie sowas, ne? Das ist ja auch ganz beliebt im Outdoor-Bereich, dass man jetzt neuerdings die Messer ultra dick macht, damit man damit Bäume fällen kann. Das ist hier nicht der Fall. Zum Schnitzen finde ich es erheblich angenehmer, wenn die nicht ein Keil sind.
Ne? Ich will ein Messer, nicht einen Keil zum Schnitzen. Also so 3 mm, finde ich, ist das höchste der Gefühle, was eine Klinge bei mir dick sein muss. Von mir aus noch 3,5, aber dann ein Schluss mehr stört mich persönlich dann doch sehr. Selbst bei so großen und langen Messern. Ich will ja, wenn dann überhaupt, dann nur mal ein ganz kleines bisschen und auf jeden Fall keine halben Bäume, sondern wenn dann nur so einen kleinen Scheit mal batonieren. Und ja, du hast auch geschrieben, wahrscheinlich ist mir so ein kleines Messer lieber als irgend so ein brachiales Teil. Und ja, definitiv. Also ich habe schon eine gewisse Vorliebe für große Messer im Sinne von, ich finde die faszinierend. Benutzen tue ich die aber so gut wie nie. Also, das ist halt so ein Männerding, ne? Das kennt der eine oder andere. Je größer, desto besser, obwohl das eigentlich Schwachsinn ist. Man braucht keine so ultralange Riesenklinge. Mir ist noch selten eine sinnvolle Verwendung eingefallen, wo ich dann so ein Ding mal unbedingt brauche, zumal ich aber kein Holz mit dem Messer spalten möchte, weil dafür gibt's Äxte. Ne? Außerdem spalte ich ohnehin relativ selten Holz. Also das ist ein gewisses Schmuckstück, ne? Man beachte, hier ist auch noch mal eine hier ist auch noch mal eine Schleifkerbe in der Klinge, eine kleine. Das reicht ja auch vollkommen aus. Da kann man dann wunderbar eben entsprechend mit schleifen. Was ich sehr schön finde, ist auf der Messerrückseite, das kann man gut sehen, wenn man es unten sieht, ist dieser Insgesamtschwung, ne? Das komplette Messer ist generell so ein bisschen konvex auf dem Rücken, ne? Konvex ist es. Muss man immer überlegen. Ne? Es gibt ja diesen schönen Merkspruch: War das Mädchen brav, bleibt der Bauch konkav. Hat das Mädchen Sex, wird der Bauch konvex. So. Habe ich mal in der Mathe-Vorlesung gelernt. Ne? Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Messer. Was ich auch schön finde, es gibt hinten kein Loch. Ich mache mir da eh kein Lanyard dran. Ich mag es nicht, wenn hinten an meinem Messer da noch was groß dran baumelt. Das stört mich mehr, als dass es mir irgendwie hilft. Demzufolge auch da bin ich sehr zufrieden mit. Und man kann halt jetzt hier an der Klinge schon so, ne, da zum Beispiel und da ein wenig gewisse Gebrauchsspuren erkennen. Einfach weil das wurde auch zum Weihnachtsessen hergenommen. Ich habe dann tatsächlich bei der Verwandtschaft das Messer rausgeholt und damit mein Steak geschnitten. Unter anderem war natürlich auch schon am Holz. Bisher sind schärfetechnisch noch keine Einbußen zu erkennen. Hat eine super Gebrauchsschärfe, also genauso wie ich es gerne mag. Rasieren will ich mich mit dem Ding nicht. Die Spitze finde ich hervorragend. Die ist schön spitz und schön filigran, also man kann da ordentlich was mit arbeiten. Ist aber auch nicht so, dass sie so spitz wäre, dass man Angst haben müsste, dass er bei jedem kleinen Mist ausbricht. Und das, was ich so mit dem Messer mache, das sollte die auf jeden Fall definitiv vertragen. Und dann gehe ich schwer davon aus, dass das Messer also sehr lange bei mir entsprechend halten wird. Und Messerpflege mache ich gleich im Anschluss. Dann wird es auch mal wieder schön eingeölt. Das wäre dann das zweite Mal, seit ich es habe. Also ich habe ja schon viel tolles Zeug geschenkt bekommen. Ja, und ich will auch nicht sagen, dass das andere Zeug nicht toll wäre. Ne? Dosenbrot. Zum Beispiel. Ne, also, das ist wirklich schon viel, viel, viel Tolles dabei gewesen. Ja, aber dieses Ding. Oh, das wird auch nicht das einzige Messer sein, das ich benutze. Ich habe immer mehrere im Einsatz. Was auch gut geht, habe ich festgestellt, ist hier mit dem Karabiner, gerade die mitgelieferten sozusagen, das noch ein bisschen befestigen. Und das Ganze gerade dann so. Und dann kann man sich es auch noch ein bisschen tiefer an den Gürtel hängen. Dann hängt es noch ein kleines bisschen tiefer. Das brauche ich nicht zwingend. Das ist aber einfach meine alternative Trageweise. Ganz interessant. Und es hat so einen gewissen Baumelfaktor. Manchmal ist mir nach Baumelfaktor. Es geht halt so, also einfach prima beides. Nicht immer ist mir nach Baumelfaktor. Aber die Option ist auf jeden Fall auch noch vorhanden und auch das saupraktisch. Und so kann ich es mir halt auch einfach mal schnell eben kurz an den Gürtel hängen. Muss nicht erst die Hose aufmachen und so und das Ganze einfädeln und so weiter und so fort. Also das ist schon der Knüller. Und da möchte ich jetzt in diesem Fall, das wird nicht zur Gewohnheit werden, das kann ich auch nicht, aber in diesem Fall möchte ich jetzt mal eine große Ausnahme machen, weil das ist jetzt halt echt ein derartig krasses Geschenk in Anführungszeichen. Da würde ich wahlweise
dir gerne anbieten, dass entweder ich mal Richtung Aachen fahre, da wollte ich ohnehin immer mal hin, so die Ecke, und wir gehen da einfach mal einen Tag im Wald rumstromern und schauen mal, was es da so zu finden gibt, und dann kann ich vielleicht das eine oder andere noch erklären, wenn dir da irgendwelche Fragen einfallen. Oder wenn du Bock hast, kannst du auch gerne runterkommen, dann können wir das gleiche hier machen, im Schwarzwald. Also dann auch gerne eine ausführliche Tour mit allen möglichen Sehenswürdigkeiten, die ich hier so kenne. Also das ist, da hätte ich das Bedürfnis, dass wir in irgendeiner Form irgend sowas in der Richtung mal machen. Wenn ich deine Mailadresse noch finde, ich glaube aber, das müsste klappen, schreibe ich dir das auch noch mal per Mail. Also da habe ich jetzt in diesem Fall wirklich, wirklich, wirklich das Bedürfnis. Ich weiß, das ist ein Geschenk und das ist auf keinen Fall mit irgendwelchen Gegenleistungen verbunden und so weiter. Und du willst da nichts für haben, das ist mir alles klar. Das ist überhaupt kein Thema, ne? Also da will ich dir diesbezüglich nichts unterstellen. Aber da hätte ich jetzt wirklich das verflixt nochmal das Bedürfnis, in diesem Fall sowas dann mal zu machen. Also das muss ja jetzt nicht morgen sein, ganz bestimmt nicht. Und dieses Jahr auch nicht mehr. Aber ja, dann könnte man ja wirklich mal gucken. Also ich wollte schon immer mal in Richtung Aachen wollte ich wirklich schon immer, immer, immer mal. Allein schon aus historischen Gründen, mir da so das eine oder andere angucken, auch in der näheren Umgebung und so weiter und so fort. Also das wäre sicherlich sehr, sehr, sehr interessant für mich. Ja, und das ließe sich dann auch halt hervorragend mit einem Waldbesuch für einen Tag, also gerne auch mit Übernachtung kombinieren. Also rein als Privatvergnügen, ne? Wenn du Bock hast. Andernfalls, also andersrum, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn du hier vorbeikommst, dann kann ich dir halt sämtliche Sehenswürdigkeiten zeigen, die wir hier so haben, falls du daran Interesse hast. Da können wir uns ja dann eben entsprechend noch kurz schließen. Wie gesagt, ich schreibe dir noch eine Mail. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich deine Mailadresse noch irgendwo habe. Also das wäre mir wirklich ein Anliegen. Also wenn du Bock hast, ne? Muss ja nicht. Aber das heißt jetzt nicht, dass jeder, der mir ein selbstgemachtes Messer schickt, ja, muss ich dann eigentlich fast machen, ne? Also, das heißt jetzt aber nicht, sagen wir es mal so, das heißt nicht, dass ich jetzt 5 selbstgemachte Messer brauche. Das heißt es jetzt auch nicht, ne? Aber ja, ne? Also soll wirklich auch nicht abwertend gemeint sein zu den anderen Geschenken, die ich sonst so bekommen habe. Aber das ist ein Messer, ein selbstgemachtes. In diesem Fall. Habe ich das dringende Bedürfnis, ne? Also bitte nochmal, ja? Das nimmt mir hoffentlich niemand der anderen Leute, die mir was geschenkt haben, krumm, aber da habe ich echt das Bedürfnis diesmal. So, und das war's aber jetzt auch. Also, das ist ein schönes Spielzeug, da kann man wirklich stundenlang mit rumspielen und ich werde es mir auch, wie gesagt, gleich einölen. Mache ich sofort, wenn das Video aus ist, muss ich ja niemandem zeigen, wie das geht. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen, vielen Dank. Tschüss.